Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Und wir sind hier gerade in der Apotheke. Ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Naja, wie kannst du hier Wasser rausholen, meine Hübsche? Brauchst du nicht rot zu werden, Mensch. Deine Frisur ist zwar nicht so die ideale mit diesem Pottschnitt, aber dafür hast du wunderschöne Augen. Naja, ich war hier ein bisschen in der Apotheke. Ich brauchte ein paar Arzneimittel für meine Stimme. Und momentan ist es ja hier noch die Apotheke, beziehungsweise, ja doch, es ist ja noch die Apotheke. Und unten ist ja hier die Taverne drin, ne? Die Taverne hier unten, Mensch. Beziehungsweise die Schenke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir können doch den Bauplatz viel besser nutzen für... Genau. Also eigentlich, ne? Wir könnten es ja um... Hallöchen! Du hast eine Tür vom Kopf, kein Problem, bitteschön. Ach so, tut mir leid. Jo, hier ist immer noch Partytreff oder was? Ach ja, hallo, guck mal hier. Der Gute hat hier jetzt einen Hammer hinten dran. Das heißt, er ist Waffenschmied. Waffenschmied? Es gibt noch Waffenschmiede? Mensch. Da hat der Zeron irgendwie im Texturpaket was gemacht und... Ja, das einzige Problem, was ich so sehe, ist, die Textur passt irgendwie nicht so ganz farblich, ne? Also die geht noch, aber ich habe noch andere Texturen gesehen. Passt mal auf, ich zeige euch die mal. Wo haben wir denn hier wem? Oh, er hat jemand angepflanzt. Gleich mal abernten. Ah ja, er hier. Seht ihr das? Diesen, was ist denn das? Ein Zauberstock? Ach, ein Schäferstab. Okay, ja. Passt nicht so ganz, ne? Ich kann eigentlich mal hier ein bisschen was wegräumen, ne? Zack, 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 zack. Schön das Inventar mal leer machen. Ja, da war was. Dann gab es... rettet die Welt, pflanzt mehr Bäume. Hallo? Das sind doch wohl genug Bäume, oder was? Weg. Zack, können wir gleich damit hinpacken. Rettet die Welt, pflanzt mehr Bäume. Ich hab, Soll ich euch das zeigen oder noch nicht? Ich weiß noch nicht, ob ich das euch zeige. Der Bodo da hinten. Ach so, genau, ich wollte euch ja die ganzen Sachen hier mal so zeigen. Hast du irgendwelche neuen Sachen? Ja, du hast da was hängen. Was hast du denn da? Ein Hammer. Und, bist du Maurer oder wie? Bist du Maurer? Ein Gerber, warum bist du... Ach so, okay. Und die Weste passt auch farblich nicht, ne? Also die Texturen sind halt viel zu ungenau irgendwie. Da muss wohl noch ein bisschen dran gefeilt werden. Hier ist auch nochmal dasselbe und da passt, seht ihr das? Die Textur von den Ärmeln und den Händen, okay, ist klein und hier, das ist so riesig. Da muss man wohl ein bisschen genauer werden. Wie? Hat er hier was? Nö, aber er hat auch so eine komische Weste an, die überhaupt nicht passt von dem Pixel. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht. Der hat eine Mistgabel scheinbar. Du bist ja ein Bauer. Du hast ja den Hut auf, ne? Dann brauchst du keine Mistgabel, wenn du den Hut auf hast. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt mit den Texturen. Du hast ein Stirnband und ein Hackebeil. Also bist du ein Fleischer. Ja, bin ich noch... Oh, das gefällt mir relativ... Ja, ein bisschen zu groß irgendwie, oder? Aber es sieht schon cool aus, ne? Mit den Pfeilen. Also ich will ja jetzt nicht meckern, aber... Ja. Ja, es passt halt farblich und so. Passt es überhaupt nicht zu den Dorfbewohnern, ne? Ich meine, klar, wenn wir jetzt die normalen Texturen hätten als Standard... Bin ein bisschen verschnupft, dafür brauche ich doch die Medikamente. als Standard Textur, dann wäre das okay. Dickes Buch. Alduins Frau, ja wie? Hat immer noch dieselben Angebote, ist ja ganz klar, ne? Und du, warum freust du dich so? Ach so, du hast einen Tattermann, kein Problem. Ja, ne, so ist das hier nämlich. Und der hier hat eine Angel. Sieht ganz gut ab. Ich weiß, also wie gesagt, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das selber lösen, dass es feiner wird. Dann würde es wahrscheinlich besser aussehen, aber so gefällt mir das jetzt nicht. Deswegen werden wir einfach direkt
zu dem Texturenpaket, wo ich gerade hier am Arbeiten bin, rüberziehen. Zack. Zack. Da muss ich noch viel bearbeiten. Ich bearbeite ja das OZ-Texturenpaket komplett. Na, was heißt komplett? Viele Texturen ändere ich, andere mache ich kleiner, also dass sie angepasst sind auf 64x64. Bei manchen verändere ich die Farben ein wenig. Also ich passe es mir halt so an, wie es mir passt, ne? Und so passt mir das halt besser mit dem. Wenn das halt, ja, ne? Ne? So sieht das nämlich aus, Freunde. So sieht das aus. Und hier ist dann mit der Boden jetzt auch viel schöner. Und es wurde angemerkt, dass die Textur ziemlich scharf wirkt. Finde ich eigentlich gar nicht. Finde ich gar nicht. Und kannst ja mal zählen, ne, Elysion? Kannst ja hier mal die Pixel zählen, dann siehst du, dass das 64x64 Pixel sind. Ja, also. Du machst jetzt ein Standbild und zählst die alle ab. Und genau da ist nämlich die Mitte. Hier. Da. Genau der hier. Das ist die Mitte. Naja, okay. Wo geht's weiter? Ja, Bodo. Bodo verdient ja zurzeit relativ gut durch. Durch die neue Bedrohung verkauft er natürlich Pfeile und Bögen ohne Ende. Und warum wird der Kaffee immer so schnell kalt? Und dadurch, dass er natürlich Waffen, also Pfeile und Bögen, ne, habe ich jetzt entschieden, hier vorne. Stimmt, das war es nämlich. Ich hatte in den Kommentaren einen Text, und zwar, man könnte hier doch kleine Verkaufsstände reinmachen. Das Problem dabei ist allerdings nur... Das hier, die Verkaufsstände dürfen maximal 3 tief sein. Beziehungsweise 2 tief, weil hier hinter kommt ja dann noch eine Mama und... Ja, ich wüsste jetzt nicht, was man da für Läden reinmachen soll. Deswegen, die Idee oder der Ansatz ist nicht schlecht, aber... Ich würde das erstmal so weit verwerfen und so lassen halt, ne? Dass hier kein Laden reinkommt bis... Bis hier halt, ne? Also... Wahrscheinlich sogar noch ein weiter bis hier. Muss ich mal... Mensch, eiserner Kerl, du willst zum Friseur? Aber deine Frisur ist doch schick. Da brauchst du doch gar nicht hin. Da musst du doch gar nicht hin. Ja, es gibt so viele Dinge, die ich machen möchte und alles auf, am besten auf einmal. Deswegen habe ich ein bisschen offscreen weitergearbeitet. Und zwar habe ich Bodos Bögen, der hier hin sollte einst, habe ich umgebaut. Und zwar hier hin. Da sind jetzt Bodos Bögen. Der hat sich jetzt hier diesen Laden gemietet. Hier kommt noch schwarzes Glas rein. Das müssen wir holen. Und hier habe ich Vitrinen gebaut. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Ne? Also hier relativ alles mit heller Einrichtung. Sehr nobel und auch relativ schick. Und hier kommen dann halt die Bögen hin. Ne? Bogen, Armbrust, verzauberter Bögen. Müsste ich ändern. Ne? Verzauberte Bögen, Bögen, Armbrust, Armbrüste. Heißt es dann Armbrüste oder Armbrüste? Brüste, ne? Verzauberte Armbrüste oder Brust. Und Pfeile. Pfeile habe ich schon mal dahingelegt und hier kommt dann noch eine Glasscheibe vor, ne? Damit man nicht an diese Vitrine rangehen kann. Schusswaffen. Hier unten habe ich Fässer hingestellt, denn die Fässer passen meiner Meinung nach besser zu dieser Textur vom Holz als hier diese Kisten, ne? Das hat irgendwie was, weiß ich nicht. Ne? Passt schon ganz nett. Und es gibt dem Ganzen auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Struktur. Und man kann die Fässer auch noch komplett öffnen. Ich habe erst überlegt, ob ich sie hinlege. Aber, weiß ich nicht. Ja, und dann sind da die Sachen drin. Ne? Dann kann man sich Bögen, ganz normale, nicht verzauberte Bögen kann man rausnehmen. Oder Armbrüste. Und dann geht man hin vorne hier zur Kasse. Hier kommt dann noch Kasse und sowas hin. Und dann kann man hier bezahlen. Und, warte mal, wir können mal so machen, ne? Und wir können natürlich dann hier auch kaputte Sachen, reparierte Sachen und, keine Ahnung, reservierte Sachen oder so machen. Hier auf der anderen Seite ist Munition, ja, sprich normale Pfeile, dann will ich hier Spektralpfeile oder soll ich halt... Oh, es wird Nacht, ne? Wir müssen schlafen, glaube ich. Können wir schlafen? Ja. Ja, jetzt sind natürlich von der Textur her, das Bett ist zum Beispiel wieder noch verwanzt und andere Dinge sind halt nicht so schön. Zum Beispiel die... Türen hier, die Falltüren. Die da. Dann muss ich alles nach und nach bearbeiten. Aber wie gesagt, ich arbeite gerade an den, na, sag schon, wie heißen die Texturen hier? Keramik.
da verändere ich die Farben ein bisschen, dass sie mit der Hand zusammenpassen, ne? Wenn man die in der Hand hat und dann legt, dass man sieht, ah, okay, das ist auch wirklich die Farbe, die ich mir vorstelle. Also, dass man zum Beispiel, wenn jetzt weiß ist und ich will irgendwie eine Kontur drin haben, dann kann man sagen, okay, ich nehme jetzt so einen Block in die Hand und gucke, passt das denn? Ne? Und man muss den nicht setzen. Ja, wie gesagt, hier dann Spektralpfeile, Pfeile der Langsamkeit, Schadenspfeile und Vergiftungspfeile kommen natürlich auch wieder in eine Glasscheibe vor, ne? So eine Vitrine. Ja, und wenn man dann natürlich der Ladenbesitzer ist, also sprich der Angestellte oder der Bode selbst, dann kann man hier hinten noch rein. Und hier ist so eine kleine Werkstatt. Hier habe ich vor, dann so einen Arbeitstisch zu machen. Oben ein paar Fässer oder Kisten, je nachdem, wahrscheinlich Fässer. Oder Kisten, ist ja vollkommen egal, wo dann halt die Zutaten drin sind, um die Tränke zu brauen. Oder vielleicht sogar die Tränke selbst, wenn wir irgendwann mal einen Trankmeister haben, wo er die dann halt bearbeiten kann. Ne? Hier dann vielleicht noch eine kleine Arbeitsplatte, wo er die kaputten Sachen repariert. Ja, also so eine kleine, wie so ein kleines Lagerräumchen. Und hier steht dann der gute Bodo oder derjenige, der halt hier arbeitet, angestellt ist. Ne? So ist das nämlich. Dann habe ich mir natürlich gedacht, gut, wenn man jetzt natürlich hier Bögen hat, dann möchte man die natürlich auch ausprobieren. Man kann natürlich schlecht auf die Straße gehen, also kann man machen, und hier rumballern. Aber mit ein bisschen Pech kriegt man Probleme mit dem da hinten, ne? Ist übrigens gut, dass du dich da hinten hinstellst, damit du hier ein bisschen wacher hältst. Deswegen habe ich mir gedacht, baue ich hier einfach einen Gang. Und... ah, es war zu hoch. Das war zu niedrig. Ja, das mit den Pfeilen ist halt so ein Problem. Hier wird eine Bogenschussanlage entstehen. So, jetzt aber, oder? Ja, du brennst. Brenn nieder, brenne und stirb. Ich sagte, stirb. Gehst du jetzt sterben? Du willst nicht? Ist das eine freche Spinne? Ja, sie ist tot und wir brauchen das Auge. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich hier in dieser Ecke sein, der Gang nach unten, weil man kann auch hier, ne, auf diesen Zwischengang, wenn man zum Beispiel vom Turm runterkommt und man will zur Bogenschießanlage, kann man hier schnell, zack, und dann natürlich, hier oben ist dann so wie so ein Stand, wo dann halt der Trainingslehrer oder der Lehrer halt sagt, ja, du musst noch ein bisschen weiter nach links schießen, Junge, ein bisschen nach rechts, ein bisschen höher, etc. Alles noch im Bau, Freunde, alles noch im Bau. Weil es gibt zwar ein Hundsgrab, einen Bogenschießstand, aber es gibt dort keinen richtigen Schießstand. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, baue ich hier mal einen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 können dann gleichzeitig hier schießen üben und ja, aber das werde ich noch offscreen ein bisschen ausbauen und dann zeige ich euch das dann in der Folge. Also das wird ein Let's Show-Projekt sozusagen. Ja, wo waren wir stehen geblieben ansonsten noch? Wo waren wir denn stehen geblieben? Die Taverne. Die Taverne hatte ich, glaube ich, gezeigt, oder? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Schon wieder so lange her. Guck mal, ich werfe mal ein Auge auf die. Willst du nicht? Na gut. Dann gib mir das Auge wieder, ja. So, die Taverne, ne? Doch, die hatte ich gezeigt, na klar. Habe ich noch nicht weitergemacht. Es fehlen halt wirklich ein paar Einrichtungsgegenstände und dann müssen wir natürlich auch Bewohner herkriegen, ne? Das ist ganz klar. Aber bis das soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Ja. Was ist noch neu? Hier oben habe ich auch noch nicht weitergemacht. Ach so, genau, wir haben ja ursprünglich die Brücken gebaut, ne? Die Brücken sind ja noch gar nicht fertig. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir die Brücken fertig kriegen. Für die Brücken brauchten wir, was brauchten wir denn noch? Unten die Dinger, ne? Gut, dann nehme ich mal sowas hier mit. Die Laterne auf jeden Fall, 22 haben wir von noch, das ist ganz gut. Ein bisschen Erde können wir ruhig mitnehmen. Ja, ich weiß, du willst Aufmerksamkeit. Ich weiß auch, Freunde, dass es da immer sehr durcheinander hier gerade zur Zeit zugeht. Aber
Es wird auch mal bessere Zeiten geben. Versprochen. So, Erde. Erde brauchen wir. Gatterstein auf jeden Fall. Den brauchen wir nämlich für die, ne? Ihr wisst schon. Und dann, ja, Fichtenholz können wir mitnehmen. Dann müssen wir mal zum Lager, denn da habe ich Eisen, Barren, Stangen, na wie auch immer. Ihr wisst, was gemeint ist. Eisenstangen. Na, Hector. Und ich hoffe, dass in der neuen Minecraft-Version alles wieder besser wird. Ich hoffe es. Inständig? Inständig. Inständig? Inständig, ne? Inständig. Zumindest wünsche ich es mir, weil so ist es wirklich zurzeit anstrengend. Sehr anstrengend. Anständig. Oh Gott, was ist denn hier los? Gott, oh Gott! Habe ich so viel Kohle jetzt hier schon rein? Das ist ja ein Ding. Hier kommt, dann können wir das Auge dazu packen, ne? Davon habe ich nichts mehr. Okay. Muss ich erstmal die Ausgabe so lassen. Na, alles klar. Kontrollierst die Silos? Okay. So, Eisenstangen. Dann unten die links und ich glaube, wir brauchen auch die nicht, ne? Die Bruchsteine können wir gleich mitnehmen, können wir verbauen. Hier können wir noch ein bisschen Erde verbauen. Die Sticks können wir eigentlich gleich mal hier einsortieren. Die haben wir hier hinten, ne? Yes, Sir. Da. Seelensand. Ich brauche aber. Hä? Habe ich hier keine? Hä? Rettet die Welt? Pflanzende Bäume? Ja, habe ich doch. Moment mal. Tja, wenn du hier Spielchen treibst, bist du das? Würde ich das nicht so gut finden. Die Sättel können wir gleich mal mitnehmen. Ja, ich werde mehr Bäume pflanzen, ja, versprochen. Früher oder später. Eher später als früher. Ich werde mir Mühe geben, wirklich. Eisenbarren wollte ich holen, ne? Eisenstangen. Die Gitter. Ja, wie gesagt, ich arbeite an den Texturen ein bisschen rum und da oben sieht man es schon. Ich habe da schon diese Treppen schon ein bisschen verändert. Diese Textur ist noch nicht verändert, weil. Das kann ich euch sagen. Weil hier ist nämlich eine Connected-Textur und die muss ich dementsprechend entfernen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen ändern. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin da absolut unwissend, wie was da so der Stand der Dinge ist. Deswegen vergibt mir, falls ich da irgendwie einen Fehler oder sowas mache. Keinen Block mehr hier drauf. Was? Wer stellt denn hier die ganzen Schilder auf, verdammt? Was ist denn das hier für ein Gaul? Elysion, du bist das. Sternlicht, das ist doch Elysion sein Gaul. Ah, Moment mal, haben wir nicht eine richtige Kabine frei für Elysion sein Gaul? Was ist hier los? Sit-in? Oh, wir haben keinen frei, ne? Überall sind hier Esel und sowas. Da muss er halt da. Kein Block mehr hier drauf. Ja, ist ja in Ordnung. War ja bestimmt das auch mit den rettet die Bäume hier, rettet den Wald und pflanzt mehr rettet den Welt naja rettet die Welt und pflanzt mehr Bäume. So, Eisenstangen wollte ich holen, ne? Ganz genau. Ja, schön, dass Ceron auch da ist, freut mich, bin ich nicht so ganz alleine. Und es läuft noch relativ flüssig, das ist gut. Ja, Planschbau andersrum.
wenn ich hier war. Oh, ja, man merkt jetzt, ne, wenn ich jetzt draufklicke, dass es dann halt schon so ein bisschen zeitverzögert ist. Ja, kann man mitnehmen. Oh, und 20 Minuten sind um, Freunde. 20 Minuten sind um. Das heißt, wir werden. Ich werde jetzt hier noch schnell in die Schmiede reingucken. Und ja, die Textur muss ich auch noch verändern. Oh Mann, ich weiß, ich muss noch so vieles machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Bing, 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 bing. Ich baue jetzt hier noch ein paar Gitter. 16. Machen wir lieber 32. Und noch ein paar Fackeln. Zack. Fackeln hier, Laternen meine ich natürlich, ne? Zack. Und danach würde ich dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, oder? Also bis dahin schon mal von dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und bis dahin, tschüss!